Yo, what up? My name is Otto. Wir sind Chuck and the Cock. Your name is Daniel. Yeah. And Sami was there. And Mader was here. Now they're gone. Now we are only two from Chuck and the Cock. What are we gonna do? I think, just hang out, relax, and yeah. Cool then. This is the last day of band camp, music camp. Yeah, both. Musikfabrik. Musikfabrik. Yeah. So, yeah, you haven't viel Spaß gehabt, so. Yeah, war gut. Coole Woche. So, next. Bis nächste Mal. Ja? Ah, cool. Musikcamp, erster Tag ist fast rum, Luft ist raus, Stimmung am Boden. Schauen, wie es jetzt weitergeht. Und die Scheiße geht noch 7 Tage. Dein Wort zum Sonntag? Tee ist widerlich. Otto? Dein Wort zum Sonntag? Ja, wo ist eigentlich zum Sonntag? Butter? Ja. Alles lecker. Stimmt nicht. Warte, dein Wort zum Sonntag? Ein 3 schönen Bieten, klar, Salat, Welt. Kartoffelsalat, dann okay. Wir sind Schocken im Kopf. Sag mal her. Was geht klar, was ist okay? Hier der. Noch viel Salat. Warte mal, ich kann bestimmt die Poren füllen. Ah, das ist schön. Hallo, danke. Hi. Ist warm hier, ne? Wir müssen so tun, als würde der Kameramann. Ja, ja. Man muss ja immer zum Kameramann gucken. Ja. Und wie gefällt es dir sonst so hier? Ach ja, ganz gut. Ganz gut eigentlich. Es ist waldig. Es ist warm. Was denn, Daniel? Alles okay bei dir? Na denn. Das ist ganz schön. Und wir haben einen See hier. Und einen See haben wir hier. Der See ist gar nicht mal so klein. Aber er ist auch nicht der größte. Und was erwartest du von den nächsten Tagen noch so? Viel Erfahrung, viel Input, viel Wissen. Oh ja. 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 Und vielleicht noch ein Bett zum Schlafen. Mhm. Fuck you. Was ist das da? Say it again, Schweineglück. Fuck you. Say it, please say it. Was hattest du? Was hattest du? Schweineglück gehabt. Du hattest Schweineglück gehabt, ja? Schweineglück gehabt. Ach so, okay. Ja. Yeah. Warum? Roomba. It's Roomba Beat. Huh? Not Roomba Beat. But it says like... I'm the king of the Roomba Beat. No, Roomba. Nah. Trust me. Hallo, wir sind Chock and the Cock, das ist Otto. Und ich bin Made. Und der Tag war hart, doch wir waren härter. Darum sind wir Stone and Roll. Und Yeah. Seid Schwärzer. Fuck yeah. We're Stone and Roll. Wir sind Stone and Roll und wir gehen jetzt schlafen. Schön Heier machen. Heier machen, schön. Ich bin müde. Du bist müde? Ja. Wieso? Weil ich bin müde. Weil ich müde bin. Ja. Weil er müde ist. Ja. Und weil er Otto aus Venezuela ist. Ja. Und aus Chuck on the Cock in Venezuela. Ich möchte ein kaltes Bier trinken. Ja. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. What the fuck? Fuck you, man. They call me Ninja Turtle.
Heute ist der zweite Tag Music Camp. Ja, Tag ist fast vorbei, Stimmung ist am Boden. Wir sehen hier, das sind noch die Teilnehmer, die noch übrig geblieben sind. Das ist jetzt das Seminar. Wie mache ich Schluss mit Musik? Gehalten von Matthias Priller von Emergenz. Mira, sí, no entiendo nada tampoco. Me tomé dos cervezas. ¿Qué más? Ah, sí, llameamos, partimos el culo, somos la mejor banda de esta mierda. ¡Ja! ¿Qué más que eso? ¿Hat Mara eigentlich die Jam ihm aufgenommen? Nö. Hast du verstanden, was ich habe gesagt? Nö. My final word for today was a good day. I was tired. I slept in a bank like a hobo. And yeah, but it was cool. Everybody was looking at me when I was sleeping, but yeah. Yeah, you know. What did Uwe tell you? Hmm? What did you tell you? Oh yeah, Uwe told me. Yeah, but this is a secret. Come. No, come. When I spoke with Uwe, you know, the guy with the long hair, he told me that, yeah, our band was good, but the problem was the guitar player with the long hair. Sami. Yeah, Sami. Yeah. Uwe hat mir gesagt, dass, yeah, Sami stinkt. Yeah. Uwe hat mir gesagt, that Sami stinkt. Ich wusste Uwe. Uwe sagte das nicht. Uwe hat mir gesagt, dass du stinkst. Hallo! Hi. Gehen wir mal nicht? Wo gehen wir? Also wir gehen jetzt zu unserer Gaststätte. Gaststätte? Raststätte! Raststätte! Und was machen wir? Danach gehen wir schwimmen. Ja, wir gehen ins Bad. Ins Bad. Und danach werden wir noch ein bisschen Party machen. Ja. Und du? Was sagst du über heute? Also heute, ja, zweite Tag Music Camp ist vorbei, Stimmung ist am Boden. Warum? Wegen Made. Made hat's versaut. Ja. Made kommt morgens besoffen, Proben haben, ja. Oh, kackt Otto aufs Drumset. Ja. Oh, scheiße. Und Otto will spielen, ja, und spielt alles voll mit Scheiße. Ey, das geht doch nicht. Oh Mann. Das geht doch nicht. Warum? Geht doch nicht. Ja. Okay. Man sieht gar nichts. Hauptsache, man hört diese wundervolle Choralmusik. Good night. Good night. That would be closed, I think. So, but we have to open the window because I think the sea is going to be cold. Therefore, you know. Yes, you do. That's funny. What, you're tired again? No, I don't get it. I'm gonna go to the beach. Tabi, wo gehst du hin? Ach so, du willst jetzt zum Bungalow. Ja, ich will jetzt zum Bangalow, Alter. Ey, was ist denn Musik? Ich hab die ausgemacht. Ein langer Tag geht vorbei. Viele unserer Kameraden haben das Leben gelassen. 215 an der Zahl. Musikcamp 2.0 in der Ruheheide. Wir sind alle müde, verletzt, erschöpft, schweißnass, klitschenass. Wir freuen uns als Heimkehrer, unsere Familien wiederzusehen. Nach 138 langen Jahren. Aber wir wissen, aber wir alle wissen, you can't always get what you want. Aber wir alle wissen, ne? You can't fuck you. Oh, we don't know. You get what you need. Oh, yeah.
gut. Ich bin von Chuck and the Cock. Das ist Tag 3. Otto ist tot. Ich nicht. Ich bin voll leistungsfähig. Und geht gleich los. Geht gleich weiter. Peace out. Ich hätte gerne Schachtel Marlboro. Die Stange, die ist zum Gleichrauchen. Ich bin von Chuck and the Cock, hab ein ganzes Hähnchen heute im Mund. Tag 4. Stimmung ist am Boden. Stimmung ist richtig am Boden. Was? Da sitzt Steven Tyler. Ich hab gehört, Chuck and the Cock sind das neue Pornoindustrie. Ja, und? Ja, hast du richtig gehört. Jetzt erst? Mit Schokoladensauce schmeckt. Ja, vorne mit dem Dildo. Das ehrt uns immer, das ehrt uns. Schokodildo. What happened? I don't know, man. Show me your ass. Oh. Something happened. It's a big building, actually. It's hard to navigate through the building. To navigate. Yeah, there's a river and I fell in the river. Was hast du gesagt? Hallo! Komm jetzt mal hier, komm schon! Also, wir fahren jetzt in eine weitere Etage. Warum muss eigentlich der Neger immer alles ziehen? Sie komm! Schwing die Peitsche, schwing die Peitsche! Alter, was geht da ab? Male, was ist denn mit was? Male, hast du deine Medikamente genommen heute? Male, was hast du denn in der Hand eigentlich? Sag mal. Was hier? Ja. Sperrmüll.
Otto, what do you think about them? They're fucked up, man. Do you think so? I think they're pretty normal. Yeah, but I think Mare was born like that. Mare? Was? Was machen wir denn hier? Also wir spielen jetzt hier im K2, im Konzertsaal, im Fez. Ja, das ist unsere Crew da vorne. Sehr, sehr talentierte junge Menschen. Gerade ja, erst ihre Ausbildung hinter sich. Und da vorne kommt der erste Fan. Ja. Und hier. Guck mal, komm mal. Hier, einmal ran hier. Hier. Boah. Aber nicht zu nah an der Wand, ja. Ja, okay. Sonst geht der Lack kaputt. Kann ich drauf zeigen? Nein. Nein, nicht mal drauf zeigen? Nein. Okay. Mach nicht, nein. Okay. Hallo. Das ist nur für Steven Seagal. You, man. And you groove. That's the thing. If you're a groovy drummer, you can play the simple shit. Okay. Cool. You make a groove and then you don't have to do this crash right and then this right and then another China and you know, yeah, you want to rock, man. You don't want to think too much. Exactly. Yeah, seriously, you want to rock. Aufnahme läuft, ja? Ja. Guten Tag, wir sind hier bei Chocken und Kochen im Auto. Music Camp ist im Prinzip gerade zu Ende gegangen, letzter Tag. Heute ist, was ist denn heute für ein Tag? Samstag. Wir fahren jetzt gerade unser Equipment in den Raum, zurück nach Bulgarien. Und Stimmung ist nicht am Boden, Stimmung ist großartig. Stimmung war die ganze Woche über sehr großartig. Wir alle von Chocken und Kochen haben das Gefühl, dass uns die Woche sehr weit gebracht hat, sehr viel weitergebracht hat. Musikalisch, aber vor allem als Gemeinschaft und als keine Ahnung was, als coole Menschen. Und wir haben so viele großartige Leute kennengelernt, so viele großartige Musiker, die alle ihre eigenen Geschichten haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie erlebt, dass in der kurzen Zeit eine Gemeinschaft, die völlig zusammengewürfelt entsteht,
so schnell so zusammenwächst. Irgendwie. Und das einfach nur deswegen, weil sie einen gemeinsamen Nenner hat, die Musik. Und weil es ganz egal ist, wer woher kommt, wer was für eine Macke-Klatsche hat irgendwie. Muss ich jetzt echt sagen, so mal, es muss jetzt mal sein. Okay, fertig.